Lieben, willkommen zur vierten Folge vom Escape Room Simulator. Wir befinden uns heute in der Kammer der Gefahr. Hype, yeah. Los geht's mit der Kammer der Gefahr. Was ist das hier? Das ist ein Mülleimer. Haben wir noch Vasen zum Kaputtmachen? Ich kann hier Vasen ja hier hinten zum Kaputtmachen. Oh, ich habe ein Skelett umgebracht. Warte mal, kann ich diesen Hut aufsetzen? Nee, das kann ich leider nicht. Schade. Oha, was haben wir denn hier? Oh, da ist ein Skarabäuskäfer. Oh, auf dem Skarabäus ist ein Token. So. Ich sammle mal erstmal wieder die ganzen Challenge. Hier ist ein Teil am Boden. Hier kann man gute Sachen einstellen. Siehst du, was ich in der Hand habe? Oh ja! Müsstest du sehen. Das könntest du... Das könnte hier rein, bitte. Ja, sehr schön. Und dann, warte mal. Dann müssen wir einstellen die Eule. Warte mal, wie gehört das in Zusammenhang? Wir müssen schauen, welche der Symbole eben auf denen hier am Rand sind, glaube ich. Und je nachdem das einstellen. Und zwar ist das zweite, das welches ich gerade rein habe, von rechts unten. Na, das habe ich schon eingestellt. Mhm. Erste ist hier Vorhang, Fuß, Viereck. Ah ja, das ist das rechts, das heißt, da müssen wir ebenfalls einen Fuß einstellen. Ja, beim ersten muss ebenfalls ein Fuß. Beim letzten muss der Fuß, hups. Beim dritten Vorhang habe ich Löwe, da muss die Feder rein, die ist schon... Typ, Ding, Vogel, Ding. Also Typ, Ding, Vogel. Ich hab die goldene Kugel. Jetzt hab ich's verstanden. Okay, nochmal. Typ. Katze. Vogel. Typ aus. Die Reihenfolge. Man muss die Reihenfolge merken. Was geht an? Welche Reihenfolge auch wieder aus? Der also, Typ, dann dürft's. Ach, warte mal, stopp! An und wenn aus der... muss man beachten. Guck mal, der macht Typ an. Ja. Katze an. Katze aus, Vogel an, Typ aus. Katze. Typ und Katze an. Also Typ an. Ja. Katze an. Ja. Vogel. Katze aus und Vogel an, oder? Ja, also wir können den immer rausholen. Ach so, das geht nicht. Warte mal. Schau mal, der Typ hier auf den oberen Bildern hat den Kopf von dem Kojoten auf. Kann es sein, dass wenn beide an sind, dass wir dann die oberen wählen müssen? Das macht Sinn. Dann sollten wir es nochmal die Sequenz beobachten. Naja, so. Oder hast du sie im Kopf? So. So. War es dann so und so? Nee, nochmal die Sequenz. Also Typ. Typ, Katze. Kojote. Vogel und Typ. Nur Vogel, Katze und Typ. Typ. Was war's? Katze. Genau. Vogel und Typ. Vogel. Nur Vogel nur und dann. Nur Vogel und dann Typ und Vogel. Und jetzt haben wir's. Hey. Yay. Sehr schön. Ich habe eine goldene und eine schwarze Kugel. Und ich habe eine lilane. Hi, das heißt, wir haben drei Kugeln. Da unten krabbelt ein Skarabäus. Die Kugeln kommen dann hier rein. Ja, aber die Frage ist, welche in welche? Ich glaube, ich habe eine Idee. Warte mal. Ja, die pusten unterschiedlich stark. Siehst du, die Luftströme. Stimmt, und die müssen in der Mitte einpendeln. Wir brauchen nur noch die rote hier. Und das müssen wir noch irgendwie lösen, wie auch immer das gelöst wird. Ja. Du kannst zum Beispiel sagen, hier das Ding und jetzt nach links. Und jetzt das Ding, jetzt stellt sich das in die Mitte. Der Skarabäus muss wahrscheinlich auch in die Mitte, hä? Nee. Ja, aber haben wir irgendwie... Wir haben keinen Hinweis dafür. Gar nichts. Ich heb erstmal alles auf. Ist im Hut vielleicht irgendwas? Nee. Die Spitzhacke. Die ist cool, aber was soll man damit machen? Oh nein! Kann man was zerschlagen damit? Ich hätte fast auf den Tipp gedrückt, ey, aus Versehen. Nee, können ich glaube wir was nicht. Zerschlagen? Ich glaube nee. Nicht. Was ist denn das hier eigentlich? Warte mal. Wir können doch sicherlich irgendwas damit machen. Gib mal die Spitzhacke her.
Wo ist sie denn? Achso, ich hab sie im Inventar. Wir können den Boden aufschlagen. Oh, doch nicht. Nee, irgendwo an der Wand? Nee. Nee, nee. Lass mal logisch nachdenken. Das Kamel ist am besten in der Wüste aufgehoben. So. Und der Skorpion in der Pyramide. Was machst du schon wieder? Ich werf hier ganz viel Zeug in den Mülleimer. Ah, okay. Wir können es ja dann wieder rausholen, wenn wir es brauchen. Boah, ich habe gerade keine Idee, was mit diesem Bild, wie das funktionieren könnte. Ich wette, wir brauchen irgendeinen Hinweis. Garantiert. Oder viel Glück. Nee, warte mal. Das Kamel muss nach rechts zu den Leuten. Der Skorpion und die Wüste. Ah, guck mal, jetzt ist ein Licht angegangen. Siehst du das? Was? Hier ist ein Licht in der Pyramide jetzt an. Irgendwas scheint richtig zu sein. Oh. Okay. Okay, das ändert nichts. Wir dürfen nicht beide gleichzeitig rumspielen. Ah, zwei Lichter! Stark! Wir spielen einfach weiter rum, oder? Das klingt doch gut. Nein, der Skorpion, der ist es noch, der irgendwo hin muss. Warte. Der Skorpion macht da. Das Ding nach da. Alles drei fängt morgens an. Yeah! Ich wusste es. Und press the button. Das muss in die Mitte, genau. Leuchtet. Und ein neues Rätsel. Die drei Skarabäus. Wir müssen das so bauen, dass die drei in die Mitte kommen. Aber jetzt passt der Rechte. So, ja, jetzt passen alle. Und jetzt muss die Scheibe drehen. Und die Scheibe. Nee, drehst du nochmal weiter. Ja, noch ein Stückchen. So. Oh, er richtet sich aus. Oh. We got it. Woo. Hahaha, wie stark. Wie cool. Dem. Guck mal, das da oben ist gar kein Glas mehr. Das ist jetzt so ein umgedrehtes Denkarium. Und wie lange hätten wir noch Zeit gehabt? 7 Minuten 22. Die Zeit ist echt großzügig gemessen. Schaut euch diesen Hüftschwung an hier. Wuhu. Ja. Busch. Du bist ein sehr erotischer Tänzer. Ja, danke schön. Ich glaube, beim zweiten haben wir so lange gebraucht, weil da so viele Schriftrollen waren, die man für nichts gebraucht hat. Genau, das hat auch gehalten. Alles klar, Lieben. Das war's mit der vierten Folge. Und schaltet auch bei der nächsten wieder ein, wenn ihr sehen wollt, ob wir es schaffen, die Pyramide komplett zu bezwingen oder nicht. Ja. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.